Was, wenn es keine Selbstliebe braucht? Fühl mal für dich dieses Wort Selbstliebe. Selbstliebe? Selbstliebe? Fühlt sich das beschwingt an? Denkst du da, yay, geht los? Es gibt so viele Irrungen und Wirrungen und deswegen liebe ich so gerne diese Wahrheit. Aus meiner Sicht gibt es nur eine wahre Wahrheit, obwohl die Wahrheit für viele anders aussehen kann. Aber meine Wahrheit ist immer basierend auf Gott, beziehungsweise auf das, wie sich etwas anfühlt. Ja? Wenn du sagst Selbstliebe, das ist energetisch so. Wirklich. Aber was kann man tun, damit man mehr dieses Gefühl hat von, hey, ich bin geliebt und ich mag mich irgendwie auch selbst. Ein Weg, was du machen kannst, ist zum Beispiel zu sagen, hey, guck mal, wow, heute habe ich was mit Glitzern. Wow, ist das schön. Ja? Heute scheint die Sonne und ich fühle mich wohl. Wow, wie toll ist das denn? Ich freue mich so sehr, dass die Sonne scheint. Hey, klingt alles völlig banal und bescheuert, aber es macht einen riesen Unterschied. Ja. Ich sehe das so oft, dass ich Menschen auch, wenn sie zu mir kommen, sich so abmurksen mit, boah, ich möchte mich gerne mehr selbst lieben. Und da ist so viel Druck und so viel dahinter. Was, wenn Selbstliebe einfach ist, weil man nicht mehr versucht, sich selbst zu lieben? Was, wenn es viel mehr darum geht, hey, zu sagen, cool, ich habe mich heute mal ausschlafen lassen. Wow, und auch dafür anerkenne ich mich. Was, wenn es darum geht, dass man sagt, hey, ich hatte heute mal Momente, die ich mir für mich genommen habe und mir mal Zeit genommen habe, um was zu lesen, vielleicht was über Gott zu lesen, mir was anzuschauen, was mich inspiriert. Wie schön. Fühlst du diesen Unterschied, der da auch energetisch da ist? Also, was, wenn du nicht mehr krampfhaft versuchen musst, dich selbst zu lieben? Und was, wenn du vielmehr stattdessen anerkennst, wer du wirklich bist? Und wie immer lade ich dich am Ende herzlich ein. Ich habe eine Telegram-Gruppe, da poste ich diesen Content mit rein. Das ist einfach einfacher, als wenn man es über TikTok mich findet oder so oder andere Videos und dann geht das irgendwo unter. Aber ich helfe dir auch super gerne, dich auf deinem Weg zu begleiten und zu unterstützen, wenn du magst. Und fühl mal, wie sich das anfühlt. Schön, oder? Bis bald.